Moin Leute, hier zurück bei Far Cry 6. Meine letzte Mission, wie es aussieht. Zumindest die von der Story. Castillo will gelegt werden. So, jetzt schauen wir mal kurz noch unsere Ausrüstung an. Ja, lassen wir so, wie es alles ist, würde ich sagen. So sehen wir jetzt im Moment aus hier. Haben ein anderes Set angelegt hier. Und da gibt es nämlich das extra hier, taktische Teigtaschen. Du löst keine gegnerischen Annäherungsminen mehr aus und du kannst noch mehr Hilfsmittel bei dir tragen. Ja, geil. Was für eine übrige Zeit da steht, das weiß ich nicht, was das bedeutet, aber wir werden jetzt direkt die Mission starten, würde ich sagen. Und bin mal gespannt, was kommt. Ihr hoffentlich auch. Machst du mir einen von diesen Supremos? Also, er macht da irgendwie einen Schlachtplan. Das kann ich machen. Ich nenne ihn La Espada. Wie verdammt originell. Das Ding ist klein, aber wütend. Es verschießt Messer und stinkt wie ein Pferd. Mag dich eigentlich irgendjemand? Ja, nun komm. Willst du wissen, warum ich Clara gefolgt bin? Sie hatte eine Vision. Weil sie ganz anders ist als ich. Es gibt zu viele Juans auf dieser Welt. Zu viele Antons. Und vielleicht auch zu viele Dannys. Aber es wird nie genug Claras geben. Danny, bist du bereit, ein Land umzustürzen? Ja, so ein bisschen eigentlich. Wie gesagt, ich spiele hier im Action-Modus. Das heißt, hier wird noch viel Blödsinn passieren. Ich werde bestimmt auch sterben. Ja, egal, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt so abläuft. Die Schlacht um Esperanza hat begonnen. Genieß jede verdammte Minute dafür. Also, einige Missionen noch nicht gespielt. Einige Missionen sind noch offen. Aber die Hauptstory habe ich dann durch. Als ich das letzte Mal seine Bootsfahrt unternommen habe, hat mir Clara gesagt, ich sollte in einen Yankee-Supermarkt arbeiten gehen. Sie hat dich nur aufgezogen, Danny. Sie wusste genau, wie du bist. Sie hat mir auch gesagt, dass sie ihre Vision von Yara nie mit eigenen Augen sehen wird. Clara hat sich nicht blind auf all das eingelassen. Sie wusste genau, was auf sie zukommt. Sie sollte an meiner Stelle hier sein, Juan. Du darfst sie vernichten. Aber verliere dich nicht dabei. Wir erobern Esperanza für Clara. Viva Libertad! Sind Minen, Leute. Viva Libertad. Minen. Sieh mal da, das Feuerwerk. Wunderschön, oder? Eine Mine. Ja. Sieht schon ganz schön krass aus. Sagen wir es mal so. Ein Boot verloren. Der Rest ist angekommen anscheinend. Wo ist meine Mütze? Hey, das ist mein Spruch. So, bin mal gespannt. Erreiche den Torre del Leon. Oh. Wechsle die Position. Gehen wir da mal hin, wa? Wo ist der Vogel? Ich sehe ihn nicht. Da oben ist der Sniper. Da ist noch einer. Das Lustige ist ja, ab und zu tauchen die Gegnerscheine einfach so, gucken die auf. Das ist schon ein bisschen blöd. Ein für alle Mal. Und die Mann des Chaos. Dann erschaffen wir unser Paradies. Danny, die Sprengsätze waren erfolgreich. Ich habe Esperanza für euch durchlöchert. Nicht schlecht, Esperanza. Danny, unser Team ist in die Hauptstadt eingedrungen. Castillos Leute lassen mich locker. Macht euch bereit. Augen auf, Paolo! Wie immer, statten wir den Präsidenten ein. Der Libertad sendet live aus Esperanza, Danny! Ich höre dich, Paz. Alles gut bei dir? Ich hab sechsmal gekotzt, bin leicht dehydriert und scheiß mich ein vor Angst. Aber du weißt ja, Revolution und so. Ihm geht's gut, Danny. Und keine Sorge, wir haben einen schönen Soundtrack zum Untergang zusammengestellt. Verkünden wir die Wahrheit. Bist du da? Ich höre dich, Elena.
gesichert. Alter, ich treffe ihn wohl zu viel Zoll noch vor. Libertad ist sehr dankbar. Honron hätte das hier geliebt, Dani. Macht sie alle, Yelena. Dann mal los. Dani, bist du bereit? So bereit wie noch nie, Lucky. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Hauptstadt zweimal in meinem Leben stürmen würde. Das wird das reinste Chaos, Dani. So was hast du noch nicht gesehen. Genieß es. Wir schreiben Geschichte. Hier los, wurde übernommen. Wenn du irgendein Wunder in diesem Turm erreichen solltest, denke daran, der Krieg ist erst vorbei. Wenn alle frei sind. Sie, Chefe, sie. Alter, was ist denn los, ey? Wieso treffe ich nicht? Ja, ich sag, das ist auch ein riesiges Manko bei Far Cry, finde ich, die Steuerung. Die ist ziemlich nervig. Ja, auch mal was machen. Alter. Weiter so! Kämpf weiter! Einer ist hier noch irgendwo. Wo ist denn der? Geil. Gut auch nicht. Alter. Springen sie da mal hoch oder was ist hier los? Ach, jetzt ist so blöd. Ist so blöd ab und zu. Alter, Scheiße! Zeig dich. Ist alles sauber. Weiter vorrücken. Boah, nicht so krass mit den einigen Sachen hier. Ui. Bitte was? Da muss man ja kurz warten hier. Ja, wie komme ich jetzt am Tank vorbei? Ich kann, muss den ja irgendwie wegschießen können. Aber der hat sich ja schon auf mich eingeschossen. Hat er da drüber geschossen? Keine Munition mehr. Läuft. Ja, super. Wir kriegen den jetzt da weg. Verdammt. Nein, fliegt das Ding da oben gegen. Bitte was? Sag mal.
gibt's ja nicht, ey. Muss ich kurz überlegen. Ach, das noch nicht, genau. Die brauche ich auch, ey. Wo ist der schon wieder? Ich sehe ihn schon wieder nicht. Da. So, wieder ein Stück weiter gekommen. Mann, 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 du. Juan, Yelena, bleibt hier. Niemand kommt an euch vorbei, verstanden? Dani, wir machen uns kalt, wo bist du? Aber, was ist da los? Bleib in Deckung, ich komme zu dir! Gibt's aber auch noch? Scheiße, da kommt ihr schon wieder! Torre de Leon! Wo sind die denn alle? Oben! Schaut da oben! Das hält der aus? Nein! Was? Wie? Wo? Jetzt falle ich jetzt hier durch. Hat der schon Schwierigkeiten gebracht, Dani? Paolo! Kann ich nicht durch, obwohl das Folie ist? Paolo! Geht von oben Deckung! Sieh, Dani! Ich sehe es! Die Mama! Pass auf ihn auf! Ich bringe ihn in einem Stück zurück! Versprochen! Ja. Uiuiuiui! Oh shit, ey! Was gucken, kleinen Moment. So, weiter geht's. Wie sieht denn man jetzt? Aber wir haben die bessere Position, oder nicht? Und ist noch irgendwo einer Krebs oder wo? Ich habe aber gleich keine Muni mehr, ey. Oh, überhaupt keine Muni mehr. Die teilen sich, die Waffen teilen sich, die Muni. Claudio Libertatis hier und bringt euch die echte Stimme Janas. Wir haben den Äther befreit und jetzt befreien wir euch auch. Sag doch, wir auf dem Weg. Wir müssen weiter gegenhalten. Außer du heißt Anton Castillo. Scheiße, ja, ihr zwei. Hörst du das, Castillo? Wohin soll ich? Hör
nicht auf mit deiner Magie, Philipp. Ich will keine Musik hören, Copyright, lass die Musik aus. Verdammte Schiss. Kacke, 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 kacke. Ich muss die ganze Zeit eben reden, denn ich wünsche dich das ja. Alle Musik nervt mich gerade ab, ich kann gerade nicht anders. Ich muss da reden, 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 Musik, Musik aus, musst du durch. Musik muss aus, Musik muss aus. Copyright, 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 nerv, nerv, nerv. Oh, gut, Musik ist aus. Juan, ich habe Antons Turm erreicht. Den verschissenen Torre de León. Zeit, den Löwen zu erlegen. Es ist ja die Schlauen Soldaten sind geflohen. Da sind nur noch die Fanatiker und die wahren Gläubigen. Vorsicht, Danny. Er wird von seinen Besten bewacht. Das ist egal. Anton ist in die Ecke gedrängt. Sei einfach vorbereitet auf alles. Juan, es ist okay. Die Schule ist aus. Sie, und jetzt kommt der Abschluss. Alle waren Jaraner. Wir sehen uns ganz oben. Die Zeit gekommen, sich zu erheben, um ihre Zukunft zu verteidigen. Soldaten! Yara hat euch alles gegeben. Gebt nun alles für Yara. Die haben wir ja. Por favor! Wo geht's denn hoch? Frosch im Hals, läuft. Das ist die beste Aufnahme, die ich je gemacht habe. Alles mit habe ich gerade gehabt. Alles. Oh. Na, egal, ob die da unten rumrennen oder nicht. Ich geh jetzt einfach hoch. Rein da! Gib alles! Die Terroristen stehen vor den Toren. Ihr und ich werden sie gemeinsam aufhalten. Die Ratte hat mich abgehängt. Ja, vámonos! Hilfe! Ja. Beschützt euer Land! Euren Präsidenten! Separate! Geh! Los, los, los! Was war das? Ohne! Ich höre ganz viel Getrappel, ey. Druck machen! Alter! Mann, die halten schon ein bisschen mehr aus. Ziel verloren! Los, sucht! Weiß es die Ratte nicht. Ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen, kann das sein? Da war er noch hier. Denkt an eure Familien. Ihr müsst sie vor den perversen Ideen der Guerilla schützen. Der kann nicht weit sein. Steht an. So komme ich zu Castillo. Bewegung! Überall laufen Heinis rum. Ich sehe dich! Ausschwärmen! Findet ihn! Brauchen nur von der Stange den Kopf abschlagen, dann läuft das. Ach, mach nur. Du hast Tausende getötet, meine Stadt in Brand gesteckt, den Traum vom Paradies vernichtet. Das Einzige, was zwischen dir und dem Thron steht, sind ich und mein Sohn. Ich bin kein Diktator. Lügen. Du bist nicht Clara. Yara brennt und Feuer löscht man nicht mit freien Wahlen. Er ist etwa so alt wie ich, als die Guerilleros meinen Vater töteten. Ich hätte nie gedacht, dass du das auch durchmachen musst. Es tut mir leid, Diego. Du bist mein Löwe. Alles, was ich tat, tat ich nur,
um dich stark zu machen. Du musst ihn nicht töten. Er stirbt eh bald. Eine Sache noch, Mihiro. Es gibt nur eins im Leben, das immer wahr sein wird. Weißt du, was das ist? Der Tod. Sie. Du beschützt ihn. Vor deinen Freunden. Vor den Monstern. Ihm passiert nichts. Versprochen. Lügen. Diego. What? Nein! Hä? Das kommt alles wieder in Ordnung. Bleib ganz ruhig, Chamaco. Es ist okay, Danny. Welche Reden? Siehst du das? Das ist der Gestank des verdammten Sieges. Juan, er hat Diego in die Brust geschossen. Willst du mich verarschen? Vergiss das Kind, Danny. Fick dich, er verblutet. Wurde er ins Herz getroffen? Atmet er? Lucky, ich weiß es nicht. Da ist zu viel Blut. Bleib, wo du bist. Wir kommen hoch. Komm schon, Diego. Bleib bei mir, Chamaco. Ist schon gut. Ist schon gut, Danny. Du warst Fortunas Nummer eins. Nein, nein. Zur Seite! So, da haben wir wohl gewonnen. Komisches Ende. Ich frag das ja nur ungern, aber was machen wir jetzt? Yara braucht einen Anführer, bis wir Wahlen abhalten können. Hier gibt es nur eine Person, der ich vertraue. Sag bloß nicht du selbst. Yara gehört dir, Danny. Lo siento. Nein, gehört es nicht. Ich bin kein Politiker. Clara war eine. Und du vielleicht auch. Der einzige Grund, aus dem wir hier stehen, ist, dass wir nicht darauf gewartet haben, dass eine Person unsere Probleme löst. Wenn Tyrannei Gesetz ist, ist Revolution Pflicht. Wo gehst du hin? Yara gehört euch. Verkackt es nicht. Ja, kann ja auch ganz gut sein, wenn es so eine Art kleines Parlament ist, ne? Wo die Macht geteilt wird. Eine Guerilla-Revolution ist nie vorbei. Achso, ist nie vorbei. Geht immer weiter, oder was? Das war jetzt ja sinnig. Gefallene Helden. Auf ihr Yara. Weißt du, Danny, es wird niemals Wahlen geben. Da draußen sind mehr als genug von Castillos Freunden, die dafür sorgen werden. Gehen wir auf die Jagd? Es ist, als würde ich in einen Spiegel schauen. Einmal Guerilla. Immer Guerilla. Habe ich dir je erzählt, wie Santos mich mal nach Uganda geschmuggelt hat, damit ich ihm ein scheiß Zebra klaue? Ja. Gerstige Biester, aber das hält mich nicht auf, Danny. Gib mir nur Selbstvertrauen. Ja. Also, der Kampf geht weiter. Ja gut, wir haben auch noch nicht alles erledigt, das ist ja auch klar. Aber, ja, das Spiel war soweit okay, aber mehr als Note 3 kriegt das Spiel nicht. Großes Terrain, mal viel zu tun, viele Missionen, aber leider ist es halt alles nur abballern und zerstören, was anderes gibt's hier nicht. Also es ist nichts Tiefgründiges, was Story angeht, großartig finde ich, ist einfach nur hau drauf. Und ja, muss jeder selber wissen, ob man das spielt oder nicht. Ich fand's okay, aber mehr als nur 3 kriegt das Spiel nicht. So einfach ist das. Gibt auch ein DLC hier irgendwie, das werde ich aber nicht mehr spielen und ich werde auch hier so nicht mehr weiter spielen. Das ist jetzt für mich erledigt hier. Wir wollen noch kurz mal eben schauen hier, was Sache ist, aber ich bin durch mit Factor 6.
Das ist halt das, was ich erreichen wollte. Das habe ich erreicht, deswegen kann ich das Spiel jetzt auch wieder weitergeben, beziehungsweise abgeben. Und, ja. Mal gucken, was jetzt noch passiert. Wenn überhaupt noch was passiert. So, alles abgeschlossen, genau. So, Aufstand wurde eingeleitet. Maria Marquesa Bulls militärisches Ziel, was? Guan? Es gibt noch Arbeit, Micho. Du hast es selbst gesagt, Danny. Anton ist tot, aber seine Armee ist noch da draußen. Das sind jetzt die Rebellen. Klingt, als gäbe es jede Woche neue Ziele, die wir ausschalten müssen. Keine Pause für die Gottlosen. Weißt du, das ist das Schöne an der Revolution. Sie ist nie vorbei. Ja. Also kann ich wieder noch mehr weiterballern wieder. Okay, jetzt hier Rang 18. Wie kommt das denn jetzt zustande? Also schwieriger geworden, okay. Also die ganzen Kontrollpunkte sind alle markiert anscheinend. Die Basen auch, weiß ich es gerade nicht, ja. Und ein paar Sachen fehlen, wie gesagt, noch. Einige Missionen habe ich auch noch nicht erledigt. Hier, da ist auch noch eine Mission offen. Der große Knall habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, ein bisschen was offen ist ja noch. Hier sieht man die ganzen Missionen noch, die ich noch offen habe. Es sind noch recht viele. Richtig viele, aber ja, Hauptmission ist durch. Story ist durch, deswegen ja, weitermachen wollte ich jetzt eigentlich nicht, um echt zu sein. So, warte mal. Ich bin kurz zu einer noch anderen Basis hin. Hier ist auch noch diese eine Mission offen, die ich nicht irgendwie starten konnte. Vorherrschaft. Aber es ist ja alles vorgeplänkelt. Was ist das denn hier? Lola? Sondereinsatz. Achso. Ich gehe mal kurz eben dahin. Ja, wie gesagt, aber eigentlich bin ich durch und ich habe auch genug Aufnahmen gemacht und ich habe mich jetzt hier genug verausgabt bei dem Spiel und deswegen. Hallo, wieder beschäftigt? Reicht der Richter, damit du mir hilfst? Aufstand, das ist das jetzt hier. Jede Woche wird eine Provinz von Castillos Truppen zurückerobert. Aufstand, schließe Aufstandsziele ab, um die Position vom Kopf der Aufständischen aufzudecken. Die Kopf der Aufständischen. Okay, das ändert sich jede Woche also. Schön, dich wiederzusehen. El Doctor ist tot, was? Bien hecho. Moment, wo ist jetzt die Tafel? Da muss ich was abholen. Das mache ich nochmal eben hier. Warst du hier geschlagen? Yo, ist klar, ey. Ist klar. Na gut, hast du noch geschafft. Nicht so schlimm. Ich habe ja auch viele Waffen nicht gekauft und so, muss ich auch nochmal dazu sagen. Ja, viele Sachen nicht ausgerüstet, viele Sachen nicht geholt, aber ja, straight hier die Story durch und gut ist. So, Sprengstoff. Und immer diese 100% Dinger, damit ich nicht verkacke hier, obwohl es eh geil ist. So, welches Far Cry dann irgendwann mal für günstig irgendwann, deswegen werde ich Aufträge auch nochmal anfangen eben wieder. Warte mal, mal gucken, was kann ich denn machen. Was sind die großen Aufträge? Muss ich beide nehmen? Nochmal beide bekommen. So, also, wie gesagt, man kann jetzt hier, wie gesagt, auch weiterspielen. Hier steht's, ja, was ihr machen müsst und so. 6 Tage Zeit noch, dann ändert sich das. Das kriegt man hier, wenn man das erledigt. Also eigentlich ganz gut, schöne EP. Die Karte ist hier, das ist die Provinz, Rang 18, das ist die Provinz, das muss ich hier einnehmen. Den Kontrollpunkt muss ich fertig machen, den hier auch. Und dann gibt es noch eine Sondermission, um halt einzulegen. Wenn ihr das alles habt, dann habt ihr das anscheinend das Gebiet hier geklärt diese Woche und kriegt halt die Sachen, die da eben gerade halt standen bei Aufstand. Ja, das ist halt so gedacht. Wo waren das jetzt eben? Weiß ich auch nicht. Naja, aber wir sind jetzt erstmal raus. Danke fürs Zusehen. Reingehauen und eventuell bis irgendwann hier wieder bei Faktor 6, aber wahrscheinlich erstmal nicht und deswegen erstmal tschüss.